Jo, was geht? Herzlich willkommen zum Legendlisten-Update im Januar 2019. Ich hätte eigentlich dieses ganze Update viel, viel früher machen sollen als jetzt, aber irgendwie war ich die ganze Zeit ja viel zu faul, beziehungsweise habe gedacht, ja okay, wegen der einen Legend muss ich ja jetzt nicht nochmal machen. Aber meinetwegen, ich mache jetzt mal weiter. Insofern habe ich alle neuen Legends hinzugefügt, ein paar Adjustments gemacht. Über die Adjustments werde ich gleich nochmal genauer eingehen, also da werde ich nochmal genau drüber reden. Und dann werde ich natürlich wieder alle Legends, die neu sind, einzeln präsentieren. Timestamps sind in den Kommentaren zu den jeweiligen Legends, die neu hinzugekommen sind. Und wenn ihr zur eigentlichen Legend-Liste gehen wollt, beziehungsweise also das Video, worauf dieses hier basiert, also alle anderen Legends, die noch nicht hinzugefügt wurden zu dem Zeitpunkt, dann klickt auch in den Kommentaren, beziehungsweise in der Beschreibung, beides mache ich einfach, ist ein Link zum Base Legend Video. Ich werde allerdings wahrscheinlich nicht nochmal ein Update machen, sondern wieder eine komplett neue Legend Liste machen, wenn ich überhaupt nochmal eine mache. Wenn es mal wieder neuer Bedarf besteht, weil ansonsten muss ich hier wieder, ja, also es ist besser, wenn ich das Ganze nochmal neu aufbaue. Ansonsten blicke ich da irgendwann nicht mehr durch. Also von wegen, der Aufbau der Legend Liste wird eh nicht bleiben, aber ich werde wahrscheinlich ein anderes Format nehmen und das Ganze ein bisschen anders strukturieren, weil das ist mir gerade alles ein bisschen zu kompliziert geworden. Ich habe nämlich die ganzen Legends jetzt alle einfach so ein bisschen da reingequetscht. Wie ihr seht, zum Beispiel BoroV2 dort ist ein bisschen sehr gequetscht. Und ich habe die Original GIMP-Datei nicht mehr, mit der ich den ganzen Scheiß bearbeitet habe. Deswegen, ja, musste ich das so dazu editen, sage ich mal, ne? Naja, auf jeden Fall. Fangen wir einfach mal kurz an mit den Legends, die halt schon von vornherein bekannt sind, die ich einfach ein bisschen so umgeändert habe. Da hätten wir als erstes Gear 4 Ruffy. Den habe ich ein bisschen runtergemacht. Eigentlich hätte man auch gleichzeitig mit Gear 4 Ruffy nochmal Timescope Ruffy runtermachen können. Ja, ich finde bis heute, dass Timescope Ruffy ein kleines Ticken besser ist als Gear 4. Beide sind allerdings mittlerweile relativ nutzlos geworden und Powercrap geworden. Eigentlich sind in der Theorie beide sogar immer noch ziemlich gut spielbar. Es gibt halt einfach nur Units, die viel, viel besser sind als beide. Und das ist so das Problem mit denen. Deswegen spielt man sie halt nicht. Aber ja. Ansonsten, wen habe ich noch verschoben? Ich habe Mekomamushi eine Stufe runtergeschoben, wegen seinem Sixer Plus, weil sein Sixer Plus halt jetzt einfach eher ein bisschen besser ist. Aber dazu komme ich dann beim Nekomushi nochmal einzeln drauf zu sprechen. Ich habe BoroV2 eine Stufe runtergemacht. Ich habe Lucky V2 eine Stufe runtergemacht. Nee, V1 habe ich eine Stufe runtergemacht, Sixer Plus. Und dann habe ich Marco nochmal 3 Stufen runtergemacht. Also quasi mit Stufen meine ich immer jetzt nicht von Farbe, sondern halt wirklich in der Farbe gibt es ja auch nochmal Stufen, ne? Und das zähle ich als Stufe. Denn eigentlich ist Marcos Captain Ability schon von vornherein kacke gewesen. Und das war ein Fehler, dass ich in der ersten Legend Liste eigentlich so hoch gemacht habe, weil von der Captain Ability her ist er ziemlich kacke. Er ist halt einfach nur relativ gut spielbar mit Aokiji V2 und sein Special ist halt wirklich geisteskrank gut und deswegen ist er auch nicht in Rot, weil sein Special halt wirklich sehr, sehr gut ist und das macht auch seine Captain Ability ein bisschen besser. Und so ein bisschen zähle ich Specials ja auch auf alleine, aber halt nicht so sehr. Ansonsten habe ich, glaube ich, niemanden verschoben. Doch, Aokiji V1 Sixer Plus war eigentlich auch in Gelb, der ist jetzt in Orange. Also auch eine Stufe runter. Und Hody war auch in Gelb und ist jetzt auch in Orange. Auch eine Stufe runter. Ach ja, und Kizaru auch. Meine Güte, mir fallen jetzt die ganzen Units auf einmal ein. Ja, ich glaube, das sind alle. Falls ich irgendjemand vergessen habe, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten geht es jetzt weiter zu den ja, zu den neuen hinzugekommenen Legends. Viel Spaß dabei. So, ich denke, zu Rapid Marco muss ich nicht viel sagen. Lächerlicher Damage für Psy und Int, aber auch gegen alle anderen Farben passabel an Damage. Lächerlich viel Heal und der Grund, warum er so krass ist. Und seine Switch-Ability ist eigentlich auch nicht schlecht, dass er noch Silence wegmacht und Paralyse. Zumal man halt einen Food Orb kriegt und dieser Food Orb, der ganze Mensch, der fickt halt Mütter. Vor allen Dingen mit dem Food Up Plus von Marco, beziehungsweise der Damage Reduction von Whitebeard, bist du fast unsterblich. Also mal ganz im Ernst, absolut geisteskranke Legend und ja, deswegen Tier 1 Plus. So, G4 Sixer Plus V2 ist ziemlich gut. Seine Captain Ability ist halt ein bisschen anders als die von G4 normal, denn diese Gear Switch Scheiße ist weg. Er hat ein bisschen anderen Damage. Das Damage ist jetzt besonders stark, wenn du halt ein Special einsetzt. Und er hat ein paar Nachteile gegenüber dem anderen G4. Zum Beispiel macht er keinen Attack Boost mehr. Dafür macht er halt mehr Damage. Gibt sicher Full Matching Orbs, nicht nur höchstwahrscheinlich.
Allerdings halt keine Tag-Boost über Special, sondern nur ein Orb-Boost, was halt ein bisschen eklig ist teilweise. Beide sind gut, und vor allen Dingen sind beide richtig gut, wenn man sie zusammenspielt. Also zwei unterschiedliche Friend-Captains. Ja. Also ich weiß nicht, wegen Katakuri, ne? Was ich da groß sagen soll. Der Power-Creep ist krass. Also ich könnte ihn in eine eigene Klasse machen, so. Ja. Du healst an sich allen Schaden, den du in der vorherigen Runde getan bekommen hast, wenn du doppelt spielst, bedeutet, dass, also, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Auch als Friend Captain für Leute, die ihn nicht haben, er ist krass, kann man mit Kishirahoshi spielen, die clearen alles quasi. Einfach nur lächerlich. Also, no joke, einfach nur lächerlich. Ist ein bisschen nervig, dass du halt wieder so einen bestimmten Pool von Units hast, die du benutzen kannst, aber. Der Damage, den er in der Captain Ability macht, keine Ahnung warum, aber er macht eine, also wenn du alle Conditions erfüllst, bedeutet den 3,3-fachen Attack Boost hast, weil du die richtigen Units dabei hast, plus Color Affinity stimmt, dann alleine machst du damit ja schon lächerlichen Damage, ja? Das allein wäre schon als Captain Ability gut, aber dann noch der Heal plus dieses komplett geisteskranke Special. Sein Special ist lächerlicher Power Creep. Also, du hast einmal einen Damage wie Enel, quasi gegen alle, so ein Typeless Damage halt, indem du halt ein bisschen Damage kassierst und das ist nicht schwierig mit ihm, glaubt mir, das kriegt man easy hin. Wir haben am Anfang mit 20.000 gerechnet, aber so eigentlich kann man immer so 40.000 Damage oder so kassieren, easy oder 60.000 oder mehr. Und dann dieser verfickte dieser Sabo-Effekt, ich weiß immer nicht, wie man das nennen soll, aber dieser extra Typeless Tap-Timing Damage, komplett lächerlich. Also jeder von euch, der den gezogen hat, congrats, Alter, ihr habt das Spiel geschafft. Ja, absolut geisteskranke Legend und ja, ich denke, sehr, sehr verdient hier 1 plus. Ja, also bei Big Mom wäre ich mir fast gar nicht so sicher, ob sie den Platz hier wirklich verdient hat, weil sie hat halt keinen Heal oder so, aber sie ist halt trotzdem ultra krass, so. Außerdem weiterer Nachteil ist, sie boostet nicht alle Units, sondern nur Strength Dex Quick. Ja, aber sie ist trotzdem krass. Also, so, wenn wir mal ehrlich sind, sie ist trotzdem krass. 3,5-facher Attack Boost ohne irgendeine sonstige Condition für Strength Dex Quicks halt. Strength Dex Quick, meine Fresse, Alter. Absolut krass. Plus dieser Damage, den du halt mit ihr machst, wenn sie in den Rampage-Modus geht. Sie ist ein bisschen eklig zu spielen manchmal, weil du halt diesen Rampage-Modus nicht so richtig kontrollieren kannst. Und ihr Special ist auch ein bisschen komisch, weil du das Special nämlich nicht einsetzen kannst, wenn sie im Rampage-Modus ist. Sie wäre noch viel, 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 viel besser, wenn man ihr Special im Rampage-Modus einsetzen könnte. Weil sie sich dann easy selber boosten würde und dann ja absoluten Damage machen würde. Ja, ich habe sie dann doch hier hoch gemacht, weil sie halt durch Barrieren durchgeht im Rampage-Modus und das kann wirklich richtig Mütterficken so. Ja, insofern. Ja, auch die Kacke mit den Semmler-Orbs so. Ist auch ganz nice eigentlich. Ich finde, sie ist ziemlich gut und schon verdient hier oben. So, und dann die letzte Legend, die neue zu Tier 1 Plus gekommen ist und vielleicht auch die unscheinbarste, Capone. Capone boostet zwar nur Shooter-Charakter, aber das macht er ziemlich gut. Also erstmal gibt er einen 3,75-fachen Unconditional Attack Boost für Shooter. Keine Ahnung, seit wann 3,75 Unconditional für eine Klasse einfach normal geworden ist. Aber ja, du musst nicht 6 Shooter haben, um den 3,75-fachen Attack Boost zu haben. Du kriegst ihn einfach immer für Shooter. Ein bisschen lächerlich, wenn man dann Legends wie Zephyr hat, die halt 3,9-fachen Attack Boost nur geben, wenn du einen Orb hast. Und dann hast du ihn, der einfach immer diesen Attack Boost gibt. Aber naja, ist scheißegal. Aber wenn du 6 Shooter hast, dann kriegst du natürlich nochmal ein bisschen Heal. Und zwar nicht nur ein bisschen. Wenn du, ich glaube, ihn maxed hast mit Limit Break und so, dann ist du schon ein ganz schönes bisschen. Hat dann so irgendwie 400 oder so. Und dann hielt man schon so seine Doppel-Capone. Ich glaube, 4000, 5000 pro Turn. Plus HP Boost, plus mehr Matching Ops, macht seine Captain Ability einfach lächerlich. Also mal ganz im Ernst, der ist einfach krass. Vielleicht werden einige von euch denken, Herr Capone ist doch gar nicht so krass, aber doch, er ist krass, vor allen Dingen, weil du auch noch Boar hast, die dann auch noch mal ein lächerliches Special hast, Treasure Mode Boar. Und sein Special ist auch so unglaublich gut. Erstmal gibt er einen zweifachen Attack Boost für Shooter, was als Special schon fast ausreichen würde. Ich meine, wir haben Legend CAs, die machen genau das gleiche und nicht mehr. Noch ein bisschen Damage, aber wen juckt das? Aber ja, wenn du 6 Shooter hast, wenn du 6 Charaktere mit der Crew hast, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das eine Condition ist,
dann macht er einen 85%igen AP-Cut. Na, ist natürlich kacke, aber so viel AP, wie du abgezogen bekommen hast, macht er eine neue Unit, keine Ahnung, wie man das nennen soll, diesen Big Father. Ich denke, die von euch, die Capone kennen, also die sich damit beschäftigt haben, die wissen, was das ist. Bedeutet, man kann erstmal nicht mehr sterben. Also man kann einen Dofi 999.000 Hit kassieren, bei Dofi Raid zum Beispiel, und man ist trotzdem nicht tot, sondern hat dann einfach nur noch, hat dann das Leben, was man vorher mit Capone hatte. Und der Heal, den du kassierst, den kannst du also, den kriegst du trotzdem mit Capone dann drauf. Bedeutet, während du diesen Big Father Modus bist, kannst du durch Auto Heal und allen möglichen anderen Scheiß healen, und du bist trotzdem unsterblich. Und der ganze Kack hört doch nicht einfach von selbst auf, sondern es hört halt erst auf, wenn ja dieser Big Father umgebracht wird. Und das hast du dann mit Doppel Capone zweimal. Ja, ein bisschen lächerlich. Krasse Legend. Jeder von euch, der den pullt, gönnt euch. Ja, nicht wundern, ich habe Carrot komplett vergessen, aber Carrot ist Tier 1, also ich habe sie zumindest so eingerankt, denn sie ist eigentlich komplettes Top-Tier in meinen Augen, allerdings nur für 12 Turns. Bedeutet, sie kann nicht alles klären, bedeutet, Tier 1 plus ist sie in meinen Augen nicht, weil wenn sie nicht alles klären kann, ist es halt einfach eklig. Sie geht halt durch Barrieren durch und hat einen lächerlichen Attack-Boost für bestimmte Units, was sie halt mega krass macht, auch ihr Special ist mega gut, ein zweifacher Orb-Boost, macht ein paar Orbs, Matching Orbs, und das hilft auf jeden Fall auch sehr. Insofern ist Carrot auf jeden Fall eine krasse Legend, vor allem weil sie so unfassbar schnell ist, weil sie noch Cooldowns reduced und so, ihr eigener Cooldown ist auch ziemlich niedrig, und sie ist halt wirklich nur so weit oben, weil sie unfassbar schnell ist. Und das, was sie clearen kann, kann sie auch gut clearen. Und chillig und schnell. Insofern gute Legend, aber nicht Tier 1 Plus. So, und dann haben wir als letzten Neuzugang in Tier 1, nicht Tier 1 Plus, aber Tier 1, Enelzixter Plus, denn Enelzixter Plus ist auch eigentlich dezent lächerlich, meiner Meinung nach quasi die underratedste Legend überhaupt, denn an sich, wenn du gute Subs hast für Enel, dann ist er eigentlich in meinen Augen genauso gut wie Tier 1 Plus, vielleicht nicht so gut wie Katakuri, aber wie der Rest auf jeden Fall, denn er boostet die ATK mal 3,75, was genau wie bei der Katakuri eigentlich komplett lächerlich ist. Ist halt nicht so ein hoher Attack-Boost mittlerweile, aber als es rauskam, war es immer noch ein richtig krasser Attack-Boost. Aber an sich brauchst du den Attack-Boost nicht. Der könnte Attack mal 3 boosten und das würde komplett reichen. Das einzig Gute, also die haben halt eigentlich nur sein Special gebufft und seine Captain-Ability noch ein Damage-Reduction gegeben. Und dass sie das Special gebufft haben, hat eigentlich fast komplett gereicht. Plus die Damage-Reduction, weil durch die Damage-Reduction bist du fast unsterblich geworden, weil du hielst jede Runde eigentlich so 15 bis 20k. Plus, dass du dann halt so 30k kassieren kannst mit der Damage Reduction. Was bedeutet, ja, du hielst einfach lächerlich viel. Du bist fast unsterblich. Es gibt sogar bei dem neueren Content immer so mittlerweile schon Anti-Enel-Vorrichtungen, wie zum Beispiel, dass Blackbeard Anti-Healing-Scheiße macht und dass dann Food Down kommt in der nächsten Stage. Beim nächsten Kolosseum war das, glaube ich, so. Ja, weil Enel kann halt eigentlich alles clearen. Du brauchst halt einfach nur die Subs. Der wichtigste Sub ist, by the way, nicht mal irgendein Healer-Sub oder so. Healer-Subs sind nicht mal so wichtig, die sind optional. Sondern Lawfrau 2, damit ihr durch alle Barrieren durchkommt. Weil ohne Lawfrau 2 ist Enel fast nutzlos. Das muss man dazu sagen. Und ja, weil viele Leute es halt abfuckt, dass man so gute Subs braucht mit Enel, beziehungsweise ganz spezifische Subs, habe ich ihn nur Tour 1 und nicht Tour 1 Plus gemacht. Weil der Damage, den du mit ihm machst, der reicht eigentlich für fast alles. 2,5 Millionen Damage reichen immer. Es ist vor allen Dingen gegen alle Units. Plus, dass du mit der Captain Ability auch noch schön viel Damage hast. Bedeutet, du kannst, wenn du willst, auch einfach Damage Booster mitnehmen und versuchen, einen Burst Turn zu machen, weil du damit dann auch so 10, 15 Millionen Damage relativ easy machen kannst. Insofern, Enels Jüngster Plus, mega gute Legend. Und da könnt ihr euch auch freuen, wenn ihr den kriegt. Ein weiterer Grund, warum er Tier 1 ist noch, wollte ich noch hinzufügen. Er ist schwierig, ihn zum Sixer Plus zu machen, weil dieser Island nicht immer da ist und da muss man die Island auch clearen, also es ist ein bisschen eklig, ne? Also er ist wirklich eine Legend für Late Game Player, so einfach, weil die Sachen, um ihn zu spielen, sind schwierig zu bekommen. Ja, dann kommen wir als nächstes zu Tier 2 Plus. Da haben wir als erstes Frankie Sixer Plus. Ja, der ist auf jeden Fall um einiges besser geworden, er macht Damage Reduction, hat allerdings immer noch den Nachteil, dass du halt Fighter, Slasher und Shooter, Striker spielen musst. Bedeutet, der ist selbstverständlich nicht so gut wie G4V2. Dem ähnelt er sehr, weil er halt auch einen zweifachen Attack-Boost gibt. Beziehungsweise, wenn man mehrere Gegner hat, einen 2,25-fachen. Plus 10% Cut. Geht halt klar. Ist halt auf jeden Fall nicht schlecht. Hat halt auch schon einen schönen HP-Boost.
Man könnte auch sagen, ja, er könnte ja auch Tier 1 minus sein, aber ich finde so ein bisschen nachteilhaft, du kannst nicht den 4,12-fachen Attack Boost doppelt haben, bedeutet, du musst ihn dann mit einem Friend Captain spielen, weil du ja immer nur von einem Frankie den 4,12-fachen Attack Boost hast, von anderen Frankie hast du den 3,12-fachen Attack Boost. Ja, und das fegt ihn halt schon ein bisschen. Und außerdem ist er sehr verbuggt. Ja, ist nicht schlecht, ist aber auch nicht mega krass in meinen Augen. Aber ja, auf jeden Fall ein sehr gutes Improvement. So, als nächstes haben wir sehr passend Sanji V1 Sixter Plus, weil der hat mit Frankie zusammen seine Super Evolution bekommen. Jetzt werden einige von euch wahrscheinlich sagen, Sanji ist nicht so gut wie Frankie und dieses Problem kann ich natürlich nachvollziehen. Ich finde allerdings, dass er sehr wohl so gut wie Frankie ist, denn diese in die Sky Action Scheiße gehen, das hilft einem bei so vielen Sachen. Er ist unglaublich immun gegen unnormal viele Sachen halt, sei es gegen weggekickt werden, gegen ja, gegen alle möglichen Arten von Bind, Despair, Paralyse, Silence, obwohl bei Silence bin ich mir nicht 100% sicher, aber gegen fast alle Sachen ist er immun. Und er hat halt auch eigentlich ein ziemlich, ziemlich hartes Damage Potential, wenn man Units wie Shanks V2 oder Akainu V2 hat, beziehungsweise die jeweiligen Units als Friend Captain spielt. Bedeutet, wenn man Full-In-Team spielt, kann man mit ihm wirklich sehr, sehr krassen Damage machen. Klar, 2,75-facher Attack Boost ist nicht mehr zeitgemäß, aber ist auf jeden Fall okay, um zwischen Stages zu clearen. Und du hast ja so oder so mit deiner Captain Action nochmal einen ganz schön guten Damage Boost. Zumal sein Special noch ein bisschen Kacke wegmacht und auch nicht schlechtes Fixed Damage macht, unglaublich viele Matching Ups gibt und die Chain boostet. Insofern, vor allen Dingen, wenn man ihn nur White mit Marco als Friend Captain spielt oder halt auch mit Akainu und Shanks V2, wie ich bereits erwähnt habe, mega gute Legend. So, dann haben wir als nächstes Legend Brook. Ja, Legend Brook hat zwar eigentlich nicht so eine krasse Captain Ability, vor allen Dingen, weil sein Attack Boost ziemlich gering ist. Allerdings ist es wirklich unglaublich overpowered, dass man halt einfach ja, sich wiederbeleben kann, wenn man stirbt einmal. Wenn du zu Doppelt Brook spielst, sogar zweimal. Insofern ist er halt, ja. Also das macht ihn halt schon ziemlich gut, weil es gibt einfach Sachen, wo man halt einfach lieber sterben möchte, anstatt den Damage zu kassieren. Insofern, ja, ist halt wie, als ob man einen extra Gem hätte. Ich finde, er könnte ein bisschen mehr Damage Boost haben, aber ja. Ein Grund, warum ich ihn auch so weit nach oben gemacht habe, ist, weil sein Special auch wirklich krass ist. Er healt eine ganze Menge, er macht Damage Reduction, er macht diesen ultra krassen Damage, beziehungsweise er killt halt unglaublich viele Units. Wenn eine Unit, also die Unit mit dem meisten HP unter 400.000 Leben ist, das ist ein bisschen tricky zu machen, sage ich mal, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und insofern hat er auch ein ziemlich, ziemlich krasses Special. Und falls man halt nicht alle Units killt auf dem Schlachtfeld, dann kann man halt immer noch den 20%-Cut sich gönnen. Insofern, ja, passable Special, also was heißt passable Special? Krasses Special und passable Captain Ability und deswegen so weit oben. So, als nächstes haben wir Zephyr. Zephyr ist halt an sich Dofis Captain Ability, so vom Damage her nur für Shooter. Minus die Matching Orbs, minus den HP Boost, plus 10% Damage Reduction. Eigentlich würde ich ja sagen, 10% Damage Reduction sind sogar fast besser als der HP Boost. Aber ich würde mal, also, es ist fast gleich gut, es macht kaum einen Unterschied. Aber ja, 10% Damage Reduction sind auf jeden Fall nicht schlecht. Die Sache ist halt, dass du nicht Boar benutzen kannst als Sub mit Zephyr, was ihn halt um einiges schlechter macht. Und vor allen Dingen, der Hauptgrund, warum er viel, viel schlechter als Doofy ist, ist, dass sein Special nicht andersweise so gut ist. Klar, 30%-Cut ist mega gut, er macht ein bisschen Matching Orbs und er macht Helpless Damage, halt diese additional Kack-Tag-Scheiße da halt, die Sabo macht, aber das auch nur ziemlich schwach. Insofern, ja, also sein Special macht halt seine Captain Ability auch scheiße. Also, was heißt seine Captain Ability auch scheiße? Es macht ihn als Captain halt weniger useful. Zumal du halt den Nachteil hast, dass du nicht Boar spielen kannst wie mit Capone. Ja, ich würde trotzdem sagen, er ist nicht schlecht, aber halt nur Tier 2 Minus, weil halt sein Special nicht so gut ist und auch der Rest seiner Captain Ability nicht ganz an Doofy rankommt. So, dann kommen wir als nächstes zu Jinbei. Ja, Jinbei ist eine der Legends, die ich am schlechtesten designt finde von allen Legends, die neu rauskamen. Er boostet Strength Dex und Psy-Charaktere mal 3, wenn man Matching auf hat, mal 4 und man muss einen Strength Dex und Psy-Charakter im Team haben. Außerdem boostet er die HP mal 1,35 und macht Dex, RCV und Tunnel-Mobs zu Matching-Mobs, also lässt ihr das Matching-Mobs zählen. Ist ja an sich keine schlechte Captain Ability. Ist so ein bisschen behindert, ich verstehe nicht ganz, warum die Condition reingemacht haben, anstatt dass die es so ein bisschen. Ja, also halt so eine Condition. Also es ist halt irgendwie so eine Mischung aus Lucy mit der Condition, aber für komischere. Also so für Psy-Dex, Strength von Dex halt so, ich weiß auch nicht. Es gibt keine Subs, die darauf gut angepasst sind. Das ist so irgendwie das Problem, außer halt sein perfektes Team. Und mit seinem perfekten Team ist er auch
nicht schlecht. Kommt an das perfekte Judge-Team ran. Aber irgendwie spielt es keiner, weil man halt trotzdem keine Damage Reduction hat und ja, keine Ahnung, ist halt ein bisschen eklig. Damals, zumal die auch nicht so gute Sets haben und schon gut miteinander funktionieren. Aber ja, das perfekte Team muss man doch erstmal haben. Er ist ja auch relativ nah an Judge dran. Ich finde allerdings, dass er halt ohne sein perfektes Team nicht so gut dasteht wie Judge. Und das ist so der große Nachteil. Du hast halt einfach einen Farbenboost und nicht so wie Judge halt einfach alles, aber dass du halt die Farben im Team haben musst. Bedeutet, mit Judge bist du eher dabei, halt schön Rainbow zu haben. Du hast Damage Reduction. Du hast in deinem Special mit inbegriffen den Attack oder den Orb Boost, je nachdem. Und ja, sein Special ist auch okay. Aber sind wir mal ehrlich, das ist wirklich hart aufs perfekte Team angepasst. Man kann eigentlich, wenn man nicht das perfekte Team hat, einfach immer davon ausgehen, ja, man hat 1,75-fachen Attack-Boost, außer man nimmt Herakles mit, was ein absoluter Abfuck ist, weil Herakles komplett kacke ist. Und ja, ansonsten ist sein Special halt wirklich, also ich würde sein Special sagen, ist 1,75-facher Attack-Boost plus 20% HP-Cut. Ist okay, ist nicht mega krass. Ich bin von Jimmy nicht begeistert, also, naja. Aber eigentlich auf dem Papier ist er nicht schlecht. So. Garp ist der Charakter, der mich von allen neuen Charakteren allerdings am meisten aufregt, denn er ist wirklich komplett behindert. Ja. Also seine Captain Ability ist schon mal kompletter Schwachsinn. Er boostet nämlich nur die Attack von einigen Charakteren, aber nicht von allen Charakteren. Denn wenn du Striker-Shooter oder Rebel-Charaktere im Team hast, wird deine Attack reduced. Die Units nimmst du auf jeden Fall schon mal nicht mit. Dann boostet er die Attack mal 2 vor Good Great Perfect, was eigentlich eher kontraproduktiv ist, denn du willst eigentlich vor Good Great Perfect vielleicht gar keine Attack Boost haben, weil du vielleicht ja stallen willst oder Food Ops nehmen willst oder sonst irgendwas nehmen willst. Du willst auf jeden Fall manchmal die Units einfach nicht killen und da ist dieser zweifache Attack Boost komplett kontraproduktiv. Der HP Boost 1,5 ist zwar krass, aber eigentlich relativ nutzlos. So, klar, man hat einen schönen großen AP Pool, aber meine Güte, so viel bringt einem AP Pool eh nicht, weil so unglaublich viele Units einen Prozent-Cut machen und deswegen ist das halt einfach so dämlich. Und dann halt mal vierfacher Attack-Boost. Also er ist in meinen Augen von der Captain Ability einfach straight up schlechter als Block Ruffy. Klar, er hat noch einen HP-Boost, aber mal ganz im Ernst, wer braucht das so? Hat man mit Block Ruffy auch nicht wirklich gebraucht. Ja, und sein Special ist allerdings richtig, richtig krass und das ist der einzige Grund, warum er so weit oben ist. Er macht nämlich einen HP-Cut, einen 30%-Cut, der durch alle Sachen durchgeht, also durch Bären und so einen Scheiß. Er macht einen dreifachen Chainlock und er reduced Silence mal 3 Turns. Zumal er ja auch noch, ich glaube, als Sailor Ability hat, dass er auch Silenced Reduced bekommt. Ich glaube, er ist komplett immun dagegen. Lasst mich kurz nachgucken. Nee, 20 Turns, keine Ahnung, warum 20 Turns. Die hätten ihm noch gleich komplette Immunität dagegen geben können. Aber ist ja auch komplett egal. Sein Special ist auf jeden Fall ziemlich krass. Und der einzige Grund, warum er so eh gut ist, weil sein Special halt seine Captain Ability aufwertet, sage ich mal. Da dieser dreifache Chainlock halt auch diesem Good Great Perfect hätten zugutekommt. Zumal halt auch ziemlich viel Content komischerweise für ihn designt worden ist. Insofern kann er auch relativ schwierige Sachen clearen, zum Beispiel den einen Forester. Ich weiß gerade nicht, welcher das war. Ich glaube, es war der Capone Forest, wenn ich mich nicht recht irre. Insofern, ja, er ist okay, aber er ist nicht mega krass. Ich würde ihn sogar vielleicht sogar nur 3 Plus geben, aber sein Special macht ihn auf jeden Fall um einiges besser. Ja, dann als erste Unit in Tier 3 Plus, die hinzugefügt wurde, beziehungsweise er ist, glaube ich, auch die einzige, die ich in Tier 3 Plus hinzugefügt habe, ist Corazon 6. Plus. Seine Captain Ability ist um einiges besser geworden, denn er boostet jetzt die HP mal von allen Charakteren mal 3, wenn man Full HP ist. Leider immer noch mal gar nichts, wenn man nicht Full HP ist, also quasi auf einem HP ist ungefähr. Ist allerdings nicht so das Problem, man wird meistens Full HP sein, denn er hielt immer noch genauso viel wie vorher, sogar noch ein bisschen mehr, weil er noch mehr CV hat. Und ja, das allein als Captain Ability ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil man ihn mit allem spielen kann. Man kann ihn mit Gear 4V Plus, mit Gear 4V2 Sixstar Plus spielen oder mit Gear 4V2 normal oder mit Whitebeard Marco oder mit Big Mom meinetwegen. Ich glaube, mit Capone kann man ihn nicht spielen, weil er kein Shooter ist, aber mit Enel kann man ihn auch mega gut spielen. Mit Katakuri kann man ihn spielen. Oder man kann auch wirklich Doppel-Corazon spielen, das ist aber ein bisschen unnötig, weil man dann quasi jede Runde zwar full healt, aber nicht so einen hohen Attack-Boost hat und zweimal dasselbe Special. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zum Special, denn sein Special ist auch mega, mega gut. 50-fach sein RCV und HP healen, bedeutet es sind so 25k oder so, manchmal ein bisschen mehr. Er macht Beintes per Paralyse, Attack-Down, Chain-Multiplier und Chain-Coefficient-Reduction-Duration 3 Turns weg. Und er macht 20 Runden des Pair weg, wenn er der Captain oder der Friend-Captain ist. Bedeutet mega, mega, mega gute Unit. Ja, kann man sich auch nur freuen, wenn man den nicht hat und pullt. Ich weiß, viele tun es nicht, aber er ist wirklich eigentlich als Sixer Plus ziemlich, ziemlich gut. Und
Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich den Weg endlich mal ziehen würde, vor allen Dingen, weil er einer meiner Favorite-Charaktere aus One Piece ist. Ja, dann haben wir als nächstes Neko Mamushi. Ich lag doch falsch, es kommen noch zwei Unit in Tier 3 Plus. Und zwar seine Captain Ability ist quasi gleich geblieben. Er boostet jetzt einfach nur noch die Chains auf Farben Orbs. Nicht mehr auf Matching Orbs, sondern auf Farben Orbs, was komplett behindert ist. Keine Ahnung, also so, warum die das gemacht haben. Ich habe keinen Plan. Anstatt dass die Matching Orbs boosten, hätte die nur einiges besser gemacht. Aber naja, was soll's. Und sein Special macht noch ein bisschen Kacke weg. Ja. Ist halt trotzdem Upgrade zum normalen Nekomushi. Leider kein krasses, aber er ist auf jeden Fall besser als der anderen, als der alte Nekomushi. Leider nicht viel besser. So, Shiki teilt ein ähnliches Schicksal wie Jinbei und Garp, denn er ist nervig. Er boostet die ATK von Dex, Quick und Int-Charakteren, bedeutet, es ist wieder so, dass er nicht an, also dass man nicht alles mit ihm spielen kann und dass halt keine Subs auf ihn angepasst sind, was halt komplett nervig ist. Und ja, er macht noch ein kleiner P-Boost, er macht noch Tanamo CV Ops, Matching Ops und es fuckt dann einfach ab, dass man in der richtigen Reihenfolge angreifen muss, damit man einen Attack-Boost bekommt. Das nervt halt einfach komplett. Bedeutet, seine Captain Ability ist echt nervig zu spielen, aber ich würde ja eigentlich nicht mal unbedingt sagen, vom Damage her schlechter als Garp oder Jinbei. Die Sache ist halt einfach nur, dass sein Special komplett kacke ist. Er macht halt HP weg und macht dann ein bisschen Damage, je nachdem, wie viel HP er weggemacht hat. Es ist halt einfach, man braucht das nicht. Also, so diesen Damage, das ist halt übel wenig, so im heutigen Maßstäben, irgendwie so 800.000 oder so, bringt halt einfach nichts und es ist ja nicht mal fixed. Und dann macht er halt alle Orbs für RCV-Orbs, was immerhin noch ein kleiner Boost ist. Aber es ist nicht so, als ob er einen RCV-Boost hätte. Bedeutet, richtig viel Heal kriegt man da auch nicht raus. Man kriegt da nur so ungefähr so 8.000, vielleicht 10.000 raus mit einem Fullboard mit RCV-Orbs mit ihm. Und das macht ihn halt einfach nur okay. Mit den angepassten Subs ist er dann auch nicht richtig krass. Man würde ihn nicht als Sub in irgendwelchen kranken Teams spielen, weil er halt einfach die HP wegmacht und dann ein bisschen RCV gibt. Vielleicht in einem Edelteam, aber so auch da nicht krass nützlich. Ja. Keine Ahnung, in meinen Augen echt eine dreckige Legend, so, also nicht wirklich gut, nicht ohne Grund spielt den keiner mehr so. Weil du kannst ihn halt auch unglaublich schlecht nur mit anderen Units zusammenspielen, wegen seiner behinderten Captain Ability. So, als nächstes kommen wir zu Cavendish Sixter Plus. Der ist zwar um einiges besser als der alte Cavendish, er ist allerdings immer noch relativ kacke. Man kann ihn halt relativ gut mit Big Mom oder mit Lucy spielen, das macht ihn auf jeden Fall ein bisschen besser, oder auch mit Gear 4, V2, welche Version auch immer. Und ja, sein Special ist auch um einiges besser geworden, er macht halt um ein bisschen mehr Damage noch, ne? Generell hat man halt einfach nur sein Damage hochgeschraubt und mehr nicht wirklich an ihm verändert. Und das hilft ihm zwar schon, aber so sein Main-Problem wird dadurch nicht gelöst. Beziehungsweise, wenn die hätten sein Main-Problem lösen wollen, um ihn wieder gut zu machen, hätten die noch viel, viel mehr Damage geben müssen. Also, insofern, er ist okay. Man kann ihn wahrscheinlich halt Sub spielen, wenn man mal irgendeinen Strength-Gegner hat, ne? Dann kann man ja mit ihm einen 2-Turn-Burst machen, beziehungsweise ja, manchmal hilft es vielleicht auch, die positiven Debuffs dann zu removen. Insofern ist er okay. So, und als letztes in dieser Liste haben wir Inuarashi Sixstar Plus. Der wurde auch wie Cavendish einfach nur vom Damage her ein bisschen hochgeschraubt, was die Captain Ability angeht, beziehungsweise ja, halt auch, ja, ein bisschen getweakt. Es ist jetzt nicht mehr so, dass sein Attack Boost irgendwie zwischen 2,5 und 2,75 wechselt, sondern einfach nur nochmal 3 ist. Und unter 30% kriegt man halt den Chain Boost. Wenn man Doppel-Inuarashi spielt, hat man sogar relativ passablen Damage. Allerdings ist man halt eine Glaskanone ohne wirklich viel Damage. Es ist nur okay Damage. Und auch nur für eine Klasse, was seine Captain Ability halt relativ wack macht. Sein Special ist okay, macht allerdings nicht die ziemlich wacke Captain Ability wett. Insofern denke ich, passt Tier 4 plus relativ gut eigentlich.